neutral, falls es nicht. Der Brachio kommt. Ja. Ich muss jetzt hier aufpassen mit dem. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden so ein Brachio macht, ehrlich gesagt. Aber der Brachio wird, kriegt Knockback. Herzlich willkommen zurück zu Ark World. Wir bauen hier unseren Vorsprung weiter aus 10 weiteren Rare Sightings. Hier gerade einen Jurassic Park Stegosaurus und als nächstes wäre eine Roll Red verfügbar. Kann man diese Roll, die Roll Red kann man doch gar nicht zähmen, oder? Da braucht man doch Honig dafür und den gibt es doch hier, glaube ich, nicht. Warum? Ich laufe jetzt einfach zurück und hole das Motorboot und fahre damit hier hin. Ja, genau, das kannst du natürlich auch machen. Ich bin ja schnell und das Raft ist auch schnell und der Stego ist langsam. Das ist korrekt. Ja, wir haben ihn, den Stego. Okay. Yeah. Dann musst du mir jetzt nochmal sagen, wo ich jetzt dann hin muss. Geht zu den Parkmauern vom Nachtschatten. Stimmt. Dann können sie uns ja nicht angreifen. Beziehungsweise sie könnten schon, aber sie würden einen Punktabzug kriegen. Was ist denn jetzt los? Mail Jurassic Park Stego. Ich war's. Ach so. Ja, okay. Ach ja, stimmt. Die sind ja. Ja. Die sind ja nur angezähmt. Alles gut. Hat schon kurz einen Schreck gekriegt. Hugops has been slain. Da sind Ameisen. Eine rote Ameise war da. Oder ist da. Da ist eine Ziege. Oh, das ist hier Mutton. Rea Mutti. Mutton. Da sind die Parkmauern. Und das heißt, Parkmauern in Sichtweite, kein PvP. Was jetzt ganz wichtig ist an der Stelle, wenn wir jetzt angegriffen werden, Lea, dann wehren wir uns nicht. Wir spielen einfach dann die Opfers. Sodass die Situation klar ist. Nicht wahr? Ja, doch, wehren solltet ihr euch schon. Spielbär, wird das jetzt eigentlich was mit den Wasserdienern? Ich hatte ja letzte Woche schon mal gefragt. Naja, so schnell können wir das halt nicht umsetzen. Wir müssen das erstmal besprechen. Da muss ich schauen, wie ich das umsetze. Also es wird ein Weilchen dauern, bis wir hier Wasserdinos zähmen. Das kann ich schon mal sagen. Da wird wahrscheinlich sogar die Sache mit der PvP-Arena schneller gehen, weil die gibt's schon. Und da müssen wir uns jetzt dann heute nur noch mal auf Regeln einigen vielleicht. In der Session-Diskussion am Ende. Und dann könnte es sein, dass wir in der nächsten oder übernächsten Session vielleicht schon mal ein Turnier machen. Aber wie gesagt, alles immer unter Vorbehalt, das ist alles immer eine Zeitfrage. Da hinten kämpfen Pflanzenfresser gegen irgendwas. Wir warten jetzt hier auf Shadow, ne? Das ist richtig, oder? Hier steht ein Indominus. Okay, ich könnte meinen Rex natürlich auch mal ein bisschen hochfüttern, das ist eine gute Idee. Was zur Hölle ist das? Was hast du denn gefunden? Ein Female Vastatosaurus Rex, Level 135. Vastatosaurus Rex? Ja. Das sieht krass aus wie ein Indominus. Warte, ich bin gleich bei euch. Du willst mit uns dann da vorbeifahren, richtig? Mit einem von euch, so mit dem Stego zusammen. Da kommt ein Trike rüber, aus dem Floß. Ja gut, was wollen sie machen? Ja, ich wollte nur nochmal abschalten. Wir greifen die nicht an, guck mal, die halten auch Abstand momentan. Wenn sie uns jetzt anschießen oder irgendwas machen, dann haben sie PvP gemacht und kriegen 2 Punkte Abzug. Die kommen auf uns zu. Ja. Moin Leute. Ich bin hier. Ah, da bist du ja. Kann ich hupen? Da ist der Shadow. Warte, kann ich ihn überfahren? Ich hoffe, nein. Ja. Wir müssen jetzt auch aufpassen mit Trampelschaden, ne? Und so. Also schön langsam gehen. Ach, das ist hier kleiner Nachtschatten. So, ich stehe jetzt natürlich da drauf. Warte, ich nehme meinen Rex runter. Okay. Ich würde auch sagen, dass wir nicht mit allen zurückfahren. Das muss ja nicht sein, genau, das stimmt. So, die Rare Sighting müsste draufstehen eigentlich. Aua. Was denn jetzt? Ich habe einen Leech im Gesicht. Wo kommt der her, ey? Scheiße. Aus dem Wasser wird der kommen. Ja, also, aber... Okay, Cooper auf neutral. Aua, ich hab einen Leech am Rex. Der wollte wahrscheinlich den Leech fressen. Warte mal, Ich hab einen Leech im Gesicht. Warte, Spielbär. Ja, ich auch. Ich hab auch einen. Warum wird sich gegenseitig... Ja, nimm du meinen, ich nehm deinen. Warte.
Nee, ja. Moment, ich kann verbannen und ich kann zum Admin befördern. Hä? Es ist der Leech an euren Tieren. Ach ja, stimmt. Aber ich habe ihm ein Gesicht. Ja, ja, das ja, ist wegen dem Mod-Tieren. Weil das Mod-Tiere sind. Da werden die Leeches nicht richtig angezeigt. Nee, aber das ist auch beim normalen Ark ist das auch. Echt? Das hat nichts mit der Mod zu tun. Ja, wenn dein Tier ein Leech hat und du absteigst, dann hast du das Viech im Gesicht. Und wo ist da der Sinn, dass ich weiß, dass mein Tier ein Leech hat, oder? So, scheinbar schon. Wer will so zurückfahren? Ich, willst du das Tier einfach zurückfahren? Und Shadow und ich will... Also ich stelle mich jetzt hier drauf und fahre das Tier zurück, meinst du? Genau. Okay, es wird wahrscheinlich eine absolute Chaosnummer. Ich werde trotzdem mal versuchen, den... Moment mal, der hat ja auch einen Egel. Moment. So, und Leon, wir gucken schon mal weiter. Die Ekel entfernen hier. So, Moment, den packe ich nochmal drauf. Der hängt nämlich so schräg da drauf. Komm, Wende. Komm näher, wir verziehen uns. Ja, komm rauf, losch. Sei dir einfach sicher, dass du schnell fahren kannst, bevor du losfährst. Ja. Naja, die können mir mit den normalen Rafts eh nicht hinterherfahren. Ich bin ja so fix unterwegs. Muss nur aufpassen. Wir haben jetzt lange Zeit, sich was zu überlegen. Also, Solia, was ist das nächste Ziel? Dann können sie mal überlegen. Pachycephalosaurus war, glaube ich, noch bei 50, 65 oder so. Gott, ich sehe gar nichts vor mir, ey. Ich muss mit K fahren, sonst sehe ich nichts. Haha! Get in mal. Wahnsinnige Geschwindigkeit! Man ist so wahnsinnig schnell mit diesem Motorraft. Das ist so schön. Ich muss aufpassen, dass nicht gleich der Sprit alle ist, ey. Ja, da Explodungsschaden. Was ist denn da links? Oh, was ist denn da im Wasser? Ja, das ist es. Das ist es, ja? Ist das gefährlich? Nee, es bewegt sich nicht, also. Warum ist es im Wasser gespawnt? Das ist, es kommt auf mich zu, glaube ich. Es hat mich gesehen. Ja, es hat mich gesehen. Es kommt auf mich zu. Aber egal, ich bin schneller. Ich bin viel schneller. Nee, nee, nee. Ich hoffe, ich fahre. Ah ja, da vorne ist unsere Insel. Alles klar, alles klar, ist klar. Waren das? Oh Gott, macht mir für Geräusche hier. Ist das Durchfall oder Leidenschaft? So, wir fahren. Wir fahren nach Hause. Ich fahre doch nach Hause. Ja, ich fahre nach Hause. Sagt Bescheid, wenn irgendwas ist, ne? Wenn ich mich beeilen soll. Ich glaube, der war weiter im Wald drin, oder nicht? Wir können einfach mal gucken. Aus der Richtung kam halt vorhin Clemens. Hier ist ein anderes Floß mit Rexen. Sind das Ritzi und Lea? Oh, die werden angegriffen. Die stehen einfach nur rum. Das sind auf jeden Fall keine Freunde, glaube ich. Dann fahr einfach weg. Du hast ich fahr ja weg. Gut. Das ist ja der Plan gerade. Nur, es hat mich halt gerade irritiert. Die stehen halt einfach rum und werden, glaube ich, vom Lizüchtes angegriffen gerade. Das ist ein bisschen spannend, da mit hinzugucken irgendwie. Ja, ich mit meinem Superfloß hier, also mit meinem Motor, glaube ich, oder? Ja, Allosauren. Das ist schön, dass die für mich den Lizüchtes abgelenkt haben. Es kann natürlich auch sein, dass es Ritzi und Nami gewesen sind, aber es war nur eine Person auf dem Raft zu sehen. Das war sehr interessant. Hat funktioniert. Jetzt schnell weg. Vielleicht kriege ich gleich Todesmeldungen von Ritzi und Nami, man weiß. So, jetzt muss ich hier wieder einfädeln, vorsichtig, dass ich nicht kleben bleibe. Ha, perfekt. That's absolute skill. Hier ist nicht. My friends. So, und du folgst mir mal. Gott, was ist denn da vorne schon wieder, ey? Hallo, folge mir. Los. Hm. Lauf! Oh Gott, ey, da ist ein Indoraptor, der von ganz vielen Petris verfolgt wird. Aber der lockt den gerade weg, die Petris. Das ist natürlich gut. Dann können wir nämlich hier schön mit dem Stego außen rum. Komm! Beweg den Popo! Den stacheligen Stachelpopo. So, Türchen auf. Komm, du schaffst es. Los, beeil dich. Schnell. Move it, Baby. Move it. Wunderschön.
Da sind ja Rechse beritten. Ach, das ist wahrscheinlich dann wirklich Nami und Lea. Was? Nami und Rizzi. Ich komme hier schon ganz durcheinander, wer wo und wie. So. Du kommen mit. Warum habe ich hier gerade einen Raptor schreien gehört? Komm schon. Was? Ich muss den da noch umbenennen, stimmt. Der muss ja noch hier, warte. Optionen, Namen ändern. Hier kommt man tatsächlich durch. Cool. Rare Sighting Stego, unsere erste Rare Sighting des Tages. Wenn die anderen, nee, es wurde ja keine andere gezähmt, oder? Bis jetzt? Von uns, also wir wissen nicht, ob die anderen welche getämt haben. Ja, doch, es wurden auf jeden Fall noch mehr getamed. Es wurden noch mehr getamed. Das ist jetzt dann die Frage, ob die anderen die dann getamed haben oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Werden wir ja sehen dann. Ich kriege ja detaillierte Aufzeichnungen dann für den Schnitt auch. Da weiß ich dann immer genau, wer was gezähmt hat. Muss ich ja auch wissen für die Punktetabelle dann am Ende. Oh nein, Stego, du wirst jetzt nicht darunter fallen, oder? Gott sei Dank. Er wuchtet tatsächlich seinen Stachelpopo hier hoch. Und Bingo! Stego ist am Start hier oben. Das sind dann, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 2 Punkte mehr für uns. Das sind dann 72 Punkte. Momentan noch, wenn wir nicht noch mehr gezähmt haben. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, ich meine hier gerade schon Lea und Rizzi und Nami gesehen zu haben. Das kann mir heute noch häufiger passieren, glaube ich, mit den Namen. So, Ruftata und dann geht's weiter, wie die Indominis mich an. Ich krieg gar keine Meldung mehr von Tieren, die Isla hier sind. Nubla Velociraptor 35, 35. Ja, ja. Das sind wirklich nah, Nami. Da kriege ich auch eine Meldung noch von so Yellow Utyranus hatte ich da vorhin. Yellow Submarine. Haben die sich gerade mein Motorrad? Nee, okay, ich wollte gerade sagen. Die waren so schnell weg plötzlich. Mein Mutterraft. Aha, so. Ich komme wieder zu euch. Spielbär, wenn du übrigens eine Meldung von irgendeinem Tier kriegst, was hier bei, bei uns auf der Insel ist, du musst das sagen, ne? Ich muss das sagen. Ihr habt kein einziges Mikrofon dabei, oder? Doch, aber die kriegen halt nicht alle Meldungen. Achso, ich habe eine Roll Red jetzt mit mir angezeigt. Ja, ich auch. Bei 55, aber die können wir eh nicht ziehen. Wir haben keinen Honig. Das geht nur mit Honig, glaube ich. Dann. Wenn mich nie alles täuscht jetzt. Also, ich weiß nicht, wie es im Immersive Taming ist, aber. Ich meine, die Aberration-Viecher werden alle so gezähmt. Wir können ja sonst mal dahin in die Richtung zumindest. Ja, ihr könnt ja mal hingucken, so. So ja, ganz interessiert. Ja. Da bist du. Ich dachte gerade, ich werde von dem Edmundo verfolgt. Weil hier gerade gefragt wird, ist Twitch für den Bären lukrativer? Nein, momentan lustigerweise sogar nicht. Momentan mache ich dabei quasi sogar Verlust, weil ich kein Twitch-Partner bin. Das Ziel ist aber, dass ich langfristig jetzt mal einen Monat das mache, um vielleicht dann am Ende des Monats Twitch-Partner zu sein und dann vielleicht tatsächlich auch mit Twitch ein bisschen was zu verdienen. Denn der Catch ist nämlich, auf YouTube werden nicht alle Zuschauer benachrichtigt, wenn ich streame. Was nennt Dominus? Genauso, wenn ich... Alter, was ist das denn jetzt hier? Das ist... sich wild. Irgendwas hat mich jetzt gerade angegriffen. Wahrscheinlich wieder um die Züchtes. Velociraptor 35, 35. Die sind alle nördlich. Ja, der ist ja nur Velociraptor. Soll ich jetzt euch wieder da bei den Nachtschatten abholen da oder vorbeikommen? Wir sind mitten in der Insel. Ah, dann komme ich hier direkt an der Küste gegenüber von 55, unserer. 55, ja. 55, 55. Ja, wir müssten eigentlich in die Richtung, wo wir gerade gucken. Ich erhoffe mir von Twitch halt einfach, dass mehr Leute benachrichtigt werden, wenn ich streame. Das ist so die Idee dahinter, weswegen ich jetzt nicht mehr auf YouTube streame. Weil ich das von YouTube sehr ungerecht finde, dass das so vorgefiltert wird mit den Benachrichtigungen. Dass die Abonnenten, die mich ja abonniert haben, weil sie diese Benachrichtigung bekommen wollen, diese Benachrichtigung wegen YouTubes komischem Algorithmus eben nicht bekommen. Das ist so der Punkt. Auf Twitch muss man natürlich auch noch die Benachrichtigung für meinen Kanal aktivieren. Das ist für euch ganz wichtig, wenn ihr gerade zuguckt. Aktiviert die Benachrichtigung auf Twitch, dass mein Kanal euch quasi benachrichtigt, wenn ich streame. Das ist ganz wichtig, müsst ihr mal schauen. In den Einstellungen von Twitch. Aber ansonsten ist das schon besser, glaube ich. Langfristig gesehen halt.
Und wurde mir jetzt auch schon von mehreren Leuten empfohlen, dass das besser ist. Was ist denn jetzt hier? Jetzt kommen die Raptoren. Sterbt! Ihr kleinen Schweinchen, sterbt! Ja. Ah, hier ist ein Britner Rex. Ein Britner Rex? Rhonda. Das bin ich? Das bist du, ja. Ich bin doch wieder da schon. Ja, wir suchen die Roll Red. Ach, ich glaube, hier ist er, oder? Also das da? Das ist halt die Ratte aus Aberration. Ja, es sieht fast so aus. Nee, oder? Das ist aber nicht. Ich hab sie. Ah, da, ja. Da drüben, okay. Schmeiß ich mal Sachen hin. Ja, schmeiß hier mal Veggies hin, vielleicht klappt's ja. Schmeiß hier mal Matten hin. Matten wird nicht gehen, glaube ich. Ich hab's einfach mal hingeworfen. Ansonsten, wenn es nicht geht, töten wir die jetzt einfach. Ja. Dann kommt nämlich aber, eine neue. Okay, Matten funktioniert schon mal nicht. Nee, ich glaube, also. Dann versucht mal Veggies. Warte mal, Veggies geht, glaube ich. Ja. Ich sollte vielleicht dazu sagen, es ist schon. Oh, hier sind Raptoren. Ich sollte vielleicht dazu sagen, es ist schon ziemlich grotesk, weil eigentlich habe ich auch die Roll Rats rausgenommen. Und es ist schon sehr seltsam, dass die jetzt auch als Rare Sighting auftauchen. Aber naja, gut, dann haben wir halt mal eine Roll Rat. Ist halt so. Da wir auch schon den Bär und Zoss einen richtigen Giga hat. Ja, eben genau. Wir haben ja schon so durch diverse Umstände auch mal andere Tiere bekommen als Rare Sighting. So, wie ich es vorhin gesehen habe, sind Nachtschatten mit Rex und Trikes ausgerückt. Ne? Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie hier hinkommen. Weil es ja jetzt nichts mehr gibt, was man hier im Süden, in Anführungsstrichen, sie kommen schon, sie Wo? Kommen schon. Wo? Welche Richtung? Hier da. Ich bin direkt neben dir. Ich sehe sie, ich sehe sie. Okay. Ich bin runtergestunt. Hä? Auf dem Berg? Wo denn auf dem Berg? Ich sehe sie nicht. Hier da, geradeaus, wo du gerade hinguckst. Ich sehe sie. Ach, da ist ein... Hä, was ist denn das? Da ist ja ein... Wieso hat denn der einen Plattformsattel, der Brachiosaurus da? Oh Gott, die haben einen Brachio? mit einem Plattformsattel, ja. Oha. Warum hat denn der einen Plattformsattel? Plattformsattel sind eigentlich rausgeblockt. Oh, ich muss, glaube ich, echt nochmal die Inni komplett durchgucken. Da sind mittlerweile durch die ganzen Updates wieder Sachen reingekommen. Ja, dann. Soll ich die dann die Ratte erstmal lassen und helfen? Oder ja, auf jeden Fall helfen. Auf jeden Fall helfen. Ich sehe den Rex halt nicht von. Ach, da oben sind sie. Okay, ich sehe ihn jetzt. Ja, wir müssen den zuerst spielen. Ja? Also ich bin hinter denen so ein bisschen. Okay. Achtung, wir müssen aufpassen. Der Brachio kommt auf mich zu gerade. Ja, er will mich angreifen. Die wollen natürlich an die Reciting. Ja, das stimmt natürlich. So, Moment. Ich muss jetzt mal gucken, wo. Ich hab den Try. Ja, okay, da hat er. Alter, was hat denn da jetzt gerade geschrien? Was war denn das? Ich. Nein, ich bin runtergestanden. Ich komme. Warte. Nein, ich hab auf den fucking Rex. So. So, hier, der ist tot, der. Das Känguru. Python Rex auf neutral, falls es nicht. Der Brachio kommt. Ja. Ich muss jetzt hier aufpassen mit dem. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden so ein Brachio macht, ehrlich gesagt. Aber der Brachio kriegt Knockback. Der macht gar keinen Schaden, lol. Ihr müsst die Reiter töten. Ja, die Reiter sind tot. Die Reiter sind schon tot. Ja, sauber. Der Brachio hat Angst. So, der Brachio blutet schon. Komm, stirb. Ihr müsst den Rex töten, oder ist er schon tot? Der Brachio ist tot. Ne, der Rex ist noch nicht tot. Den machen wir jetzt. Ich brülle auch nochmal. Einfach anbrüllen. Ja, die laufen wohl alle weg, die Viecher, wa? Gibt's ja nicht. Rex ist tot. Ich benutze jetzt einen von diesen Raptoren, um schnell zu euch zu kommen. Du könntest theoretisch auch einfach auf unserem Raft. Habe ich. Ach nee, das waren glaube ich nur meine. Ich keinen Schlafsack mehr. Das waren da nur kommt. Meine. Da kommt wer? Also. Wer ist denn das? Ich bin's nicht. Ja, das ich bin ist angeschossen worden. Nachtschatten war das. Hab gefressen. So, Moment, jetzt wollte ich mal gucken. Ich hatte doch gerade irgendwie ein Level ab. Ach ja, das war ich. Was ist denn da neben mir? Ich höre irgendwie neben mir irgendwas. Hier, was ist das denn? Ceratosaurus? Cerato. Ich gehe mal zurück zur Rare Sighting. Ja. Wir haben die ja jetzt abgewehrt. Die sind ja alle tot jetzt.
Wenn sie hier in die Schlafsäcke gesetzt wenn haben. Wenn ihr könnt, dann nehmt meinen Rex auf jeden Fall zu euch, ne? Ich hab den schon dabei. Lea hat den, glaube ich. Sehr gut. So, die Roll Rate ist noch hier, die wird auch noch gezähmt. Also die ist noch. Fühlt sich noch gut, ist noch entspannt. Dann ist ja gut. Mein Rex hat jetzt nur noch so ein bisschen über halbes Leben durch den Kampf. Alter. Man merkt, dass Shadow dabei ist. Soll denn das heißen? Hä? Ich war halt instant tot. Ja, ich wollte gerade sagen. Den entscheidenden Brüller, den habe ich eigentlich gerade geliefert, als ihr Shadow angegriffen habt und dann das Känguru gestorben ist dadurch. So, ich streiche mal die Ratte, auch wenn das komisch klingt. Sie ist grün. Olivgrün. Okay, Lea, du musst jetzt natürlich noch mal ein bisschen die Augen offen halten, ob die wiederkommen. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass Zoss gleich vorbeikommt, ne? Ich habe bestimmt wieder auch haufenweise Zeug von denen jetzt bekommen. Ah, die Ratte gräbt sich ja manchmal ein. Stimmt! Komm schon, lass dich streicheln. Nein, lass dich streicheln. So. Sie hält mir ihre Zähne ins Gesicht. War das nicht bei Aberration eigentlich so, dass man an die nicht ranlaufen konnte? Wie war denn das nochmal bei den Roll Rats? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, man durfte denen ihre Kristalle nicht so. Ja, man durfte die Kristalle nicht aufheben. Stimmt. Stimmt, stimmt. Das ist alles schon wieder so lange her. Aberration ist jetzt schon wieder über ein halbes Jahr her, ne? Mhm. Ist schon heftig, wenn man sich das mal so vorstellt. Kann gleich wer von euch. Nee, warte mal. Nee, ich habe ja einen Raptor. Nevermind. Vergiss das, was ich gesagt habe. Okay. Los, grab dich aus. Ha. Na, wie sieht's aus mit dem Taming hier? Wie sieht's aus? Feed Berry Bait. 51,2% haben wir jetzt. Wir brauchen unbedingt Veggie Baits wieder. Mhm. Die sind aber leider gar nicht so leicht zu bekommen. Wir müssen vielleicht auch mal tatsächlich ein Gewächshaus machen. Das wäre vielleicht eine Lösung für unser Veggie-Bait-Problem. Weil ich meine, das Pflanzenwachstum ist ja beschleunigt auch eigentlich. Es dürfte nicht so lange dauern, bis da was wächst. Wir müssen es nur mal einpflanzen. Oder müssen einfach wir mal jedes Mal, wenn wir Obsidian holen, da ein bisschen von der Insel holen. Dann oder so. Kommen jetzt mit einem Raptor wieder zu euch angelaufen. Okay. Wir haben jetzt 70%. Ja, das finde ich auch. Ah, das war so kacke. Ich wurde halt von dem also ich habe das Trike von hinten angebrüllt und der Reiter war auch runter und dann habe ich versucht den zu fressen, habe dann aber gesehen, dass der Rex auf mich zukam, also der von denen. Ich dachte aber, weil er diesen Effekt hatte, also von Lea diesen Scare-Effekt, dachte ich, der könnte nicht brüllen, konnte er aber wohl. Hier wird gerade gefragt, ob ich nicht mal ein Projekt auf Aberration mache. Der nächste, der was schreibt, sagt bitte nicht. Also ich weiß, dass Aberration ist es auch so zwiegespalten. Für mich persönlich ist Aberration schon durch. Also ich habe alles daran gesehen und ich weiß jetzt nicht, wie ich da irgendwie ein tolles Projekt draus machen soll auf Aberration. Keine Ahnung. Da habe ich irgendwie keine Idee, deswegen mache ich da auch nichts. Wenn ich keine coole Idee habe, dann warum sollte ich da ein Projekt irgendwie hinwursteln? Macht ja keinen Sinn, wenn ich da nicht voll dahinter stehe. Mein Rex hat mein Loot aufgefressen. So, die Ratte ist fertig. Nein, das ist ja Shadows. Okay. Aber Shadow, steig noch mal ganz kurz ab, der folgt nämlich noch King Cooper. Wie mein Hirn gerade bei dem Namen so eine richtige Vollbremsung hingelegt hat. Man hat so richtig die Reifen quietschen hören. Shadows was? Das ist ja Shadows Rex.